Schönen guten Tag. Ich habe vorhin einen Text gefunden, nicht so ganz zufällig, aber doch auch recht erstaunt hat er mich ergriffen und es fiel mir dann spontan ein, eine Erzählung, wenn da heutzutage Jesus Christus in seinem Aufzug von vor 2000 Jahren in einen Gottesdienst käme, dann liefe er Gefahr, des Gotteshauses verwiesen zu werden. Ob das nun wirklich sich so abspielen würde oder nicht, das sei dahingestellt. Ich habe einen Text gefunden, der trägt die Überschrift Volk und Demokratie. Und ich lese den jetzt vor. Keine Staatsform der Demokratie garantiert die Idee der Demokratie. Wie alle Ideen ist die Demokratie nicht vollendet zu verwirklichen. Wie auch immer sie sich real zeigt, ist sie bisher voller Verkehrungen und Lügen. Aber man kann sehen, dass sie der einzige, der notwendige, unermesslich schwere Weg ist, auf dem Menschen miteinander zu ihrer möglichen Freiheit kommen und für sie die Welt sich jeweils einrichten. Das ist ein Weg, der für einen Menschen ohne philosophischen Glauben oder kirchlichen Glauben nicht gangbar ist. Wer ihn geht, ist nicht optimistisch und nicht pessimistisch, sondern er ist sich seiner Freiheit bewusst und des Schicksals. Die Demokratie setzt die Vernunft im Volke voraus, die sie erst hervorbringen soll. Die widervernünftige Gewalt verschwindet nicht, solange nicht alle vernünftig sind. Grundsatz der Demokratie, wenn sie wahrhaftig ist, ist das Vertrauen zum Volk. Nicht etwa, dass es schon klug und weise und unfehlbar oder gar Gottes Stimme wäre. Keineswegs. Aber alles Heil beruht auf der Selbsterziehung des Volkes. Diese erfolgt mit Hilfe seiner Denker und Politiker in Erfahren der Tatsachen und Gründe. Eine Demokratie, plötzlich eingerichtet, nicht von einem Volke hervorgebracht, daher auch noch nicht verstanden, ist nur eine Chance, dass das Volk eines solchen Staates die Idee der Demokratie erwerbe und dadurch in seinen Bürgern frei werde. Die nur formale Demokratie selber erzeugt die totale Herrschaft. Das Volk, wir alle gehören zum Volk, ist nicht vollendet. Es verdient beides, Vertrauen und Misstrauen. Das Volk ist der Souverän, der aber zu seiner Souveränität erst sich selber bringen muss. Volk ist weder reale Menge noch Mythos. Es ist jeweils in einer besonderen Erscheinung, je nach Situation, auf andere Weise da. Das Volk gibt es praktisch nicht als greifbare Realität im Ganzen, wohl aber als Idee. Das Volk selbst habe ich nie vor mir, als nur in seinen vielen, immer besonderen Erscheinungen, in der Sprache, durch die es eine geistige Gemeinschaft des Sich-Verstehens wird, im Staate, durch den es eine Willenseinheit wird, in den Institutionen, in denen es sich seine Handlungsmöglichkeiten verschafft, in den Gruppen, die durch eigene Institutionen sich zur Geltung bringen, in den Schöpfungen des Geistes, in der Öffentlichkeit der Diskussion, in Massenversammlungen mit Massenbewegungen. Das Volk ist also jeweils in der besonderen Erscheinung, an die man sich wendet. Wenn wir in politischem Denken an das Volk appellieren, so ist es keine feste Größe. Daher ist je nach seiner Erscheinung und Lage Vertrauen und Misstrauen berechtigt.
aber für die Demokratie ist im Ursprung doch das Vertrauen eines Volkes zu sich selbst entscheidend. Das Volk ist die Gemeinschaft der in vielen Verbindungen miteinander stehenden Menschen, die sich selber erziehen, aus der politischen Dumpfheit herauskommen, zum Leben in ihren Institutionen und in den Unwägbarkeiten ihrer Gesinnung der Freiheit. Das Misstrauen ist in vielen Situationen sehr berechtigt. Wenn es aber nicht untergeordnet bleibt gegenüber dem Grundvertrauen, dann sind Demokratie und Freiheit unmöglich. Gegen diese Vergötzung des bestehenden Volkssouveräns steht die demokratische Idee als Weg. Es ist kein Souverän, da der herrscht und regiert, sondern ein Wille, der sich im Volke, das sich selbst erzieht, jeweils und immer von Neuem erst bilden muss auf eine Weise, die in Institutionen geformt wird, die ihrerseits bei aller Festigkeit auch noch, wenn auch unter starken Hemmungen und Sicherungen, beweglich sind. Der Weg der Demokratie hat trotz aller Irrungen und scheinbaren Ausweglosigkeiten die Chancen, dass auf ihm die Menschen in ihrer Mehrzahl zu denkenden, verantwortlichen Wesen heranwachsen, obgleich zunächst die Nivellierung eintritt und mit ihr die Gefahr der Verkehrung der Demokratie zu den schlimmsten Diktaturen, die je erlebt worden sind. Die demokratische Idee begründet sich aus der Aufgabe des Menschen, in Vernunft sich zu verwirklichen und aus der Einzigkeit, Unersetzbarkeit jedes einzelnen Menschen und seiner Würde durch Teilnahme an dieser Vernunft. Die Verzweiflung an der demokratischen Idee ist Verzweiflung am Menschen. Ein Volk wird reif zur Demokratie, indem es selber politisch aktiv ist. Daher ist Voraussetzung einer Demokratie, dass dem Volk ein Maximum von Mitwirkung zur Aufgabe wird oder dass es sich diese nimmt. Und das Vertrauen zum Volk nicht zu dem, was es ist, sondern zu dem, was es werden kann. Nur freie Staaten, nur die hier zu sich selbst gekommenen freien Menschen können die gestellten Aufgaben erreichen. Daher bleibt immer die erste Aufgabe die Erziehung eines Volkes durch sich selbst, Kraft seines von ihm geschaffenen Staates, an dem es mitwissend und mithandelnd teilnimmt. Ja, jetzt ist die Frage, wer mag das gesagt haben? Und wenn wir das nochmal nachklingen lassen, was da eingangs gesagt wird, keine Staatsform der Demokratie garantiert die Idee der Demokratie. Wie alle Ideen ist die Demokratie nicht vollendet zu verwirklichen, sie muss überhaupt erst entstehen. Wie auch immer sie sich real zeigt, ist sie bisher voller Verkehrungen und Lügen. Aber man kann sehen, dass sie der einzige, der notwendige, unermesslich schwere Weg ist, auf dem Menschen miteinander zu ihrer möglichen Freiheit kommen und für sie die Welt sich jeweils einrichten. Mir kam die Idee, dieses vorzulesen angesichts der Situation, in der wir uns in diesen Tagen und Wochen befinden, da der Streit um die Intensität des Besuchs von Demonstrationen in der Bevölkerung umhergeht und ich manchmal den Eindruck habe, dass bestimmte Dinge nicht gesagt werden dürfen, obwohl der, der etwas sagt, möglicherweise gar nichts Negatives abträgt.
Nachträgliches oder Böses gar im Schilde führt. Eine Demokratie, plötzlich eingerichtet, nicht von einem Volke hervorgebracht, daher auch noch nicht verstanden, ist nur eine Chance, dass das Volk eines solchen Staates die Idee der Demokratie erwerbe und dadurch in seinen Bürgern frei werde. Das Volk verdient beides, Vertrauen und Misstrauen. Ich finde das einfach sehr bedenklich, und zwar im besten Sinne, positiv bedenklich. Wenn ich lese, ein Volk wird reif zur Demokratie, indem es selber politisch aktiv ist. Daher ist Voraussetzung einer Demokratie, dass dem Volk ein Maximum von Mitwirkung zur Aufgabe wird oder dass es sich diese nimmt und das Vertrauen zum Volk nicht zu dem, was es ist, sondern zu dem, was es werden kann, ausgesprochen wird oder wirksam wird. Und wenn in diesen Wochen und Monaten es gelegentlich in den Mitmenschen gärt, dann liegt es meines Erachtens daran, dass der Eindruck sich verbreitet, man dürfe plötzlich nicht teilnehmen, man bekomme etwas gesagt, man müsse etwas tun. Und der in jedem Menschen angelegte Geist, der gerne rebelliert, wird natürlich sagen, halt, das lasse ich mir nicht gefallen. Und es geht dann unter Umständen gar nicht mehr richtig um die Sache, sondern es geht einfach nur darum, dass sich niemand etwas verbieten lassen will. Also wenn ich dieses hier vorlese, dann auch vor dem Hintergrund, dass ich glaube, dass die Menschen mit der Politik und die Politik, die Politiker, mit den Menschen sprechen müssen, direkter, anders, offen, erklärend, verständnisvoll, Positionen gegebenenfalls aufgebend. Der Umfang an widersprüchlichen Handlungen ist beträchtlich, das können wir alle erleben, wie Politik und Bürger mal so und mal so registrieren, reagieren, wirken, und es zeigt nur, dass wir tatsächlich alle in einem Boot sitzen. Ich wünsche alles Gute, möchte aber doch noch kurz erklären, von wem ich hier eigentlich vorgelesen habe. Und zwar hat ein gewisser Hermann Horn aus Mettmann, Jahrgang 1927, Pädagoge, Philosoph und Theologe, ein Buch geschrieben, Karl Jaspers, Was ist Erziehung? Karl Jaspers, von ihm stammten diese Worte, die ich vorgelesen habe, wurde 1883 geboren, studierte Jura und Medizin, hat sich später an einer psychiatrischen Klinik habilitiert für Psychologie und wurde dann Professor für Philosophie in Heidelberg zunächst, im Dritten Reich seines Amtes enthoben und von 1948 bis 1969 hatte er eine Professur für Philosophie in Basel inne, wo er bestimmte, dass sein Grab, dass man von seinem Grab zur Bundesrepublik Deutschland aus Basel rübergucken könne, denn er hat am politischen Leben dieses Deutschland, dieses jungen Nachkriegsdeutschland, sehr intensiv teilgenommen. Mindestens zwei Bücher sind mir bekannt geworden, die er dem damaligen Weg der Bundesrepublik in den 60er Jahren widmete. Und er hat eine Fülle an Vorträgen und weiteren Schriften, unter anderem auch zum realen politischen Dasein, niedergeschrieben und sich im Übrigen auch sehr intensiv mit Nietzsche, mit Kant, mit Platon, mit Kierkegaard und so weiter befasst. Und seine Aussagen, vor allem im ersten zwei Drittel dieser kleinen Vorlesung hier, halte ich für beachtlich, und vielleicht hilft uns das ein wenig, mit dem umzugehen, was uns manchmal in diesen Tagen ratlos machen könnte. Danke fürs Mithören. Tschüss, Bernd Gerken.
Ja, genau, am 28. August 2020 diktiert.